Schön. Endlich wieder raus. Leider ging das ja die letzten Tage nicht so ganz, da wir ein bisschen Sturm hier im Harz hatten. Ganz dezent. So dezent, dass im Oberharz alles gesperrt wurde. Noch nicht mehr hoch oder runter gekommen. Hier bei uns, ein bisschen weiter unten, war das auch nicht gerade geil. Also es war richtig ordentlich Sturm. Brocken wurden, ich glaube, es waren etwas um die 200 km/h gemessen. Und das ist krass. Und man sieht auch schon, ich sah nicht mal weiter oben. Man sieht hier vorne der erste schon abgebrochen. Das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt länger nicht draußen war, beziehungsweise die letzten Tage wollte ich eigentlich wieder raus, aber bei so einem Wetter, nicht bei so einem Sturm, das ist dann doch etwas zu gefährlich. Die Zeit davor, wie gesagt, kam ich leider circa einen Monat kein Video. Hoffe, kommt jetzt wieder regelmäßig. Kann leider nicht so regelmäßig wie manch großer jeden Tag was raushauen oder einmal die Woche. Deswegen da schon mal vorweg bitte ich um Entschuldigung. Tut mir leid, aber gibt noch einen zweiten Kanal. Und zwei Kanäle. Bin jetzt mal ein kleines bisschen weiter in den Bestand hier gegangen. Den kenne ich noch von vor ein paar Jahren, weil wir hier nämlich mal Bäume gefällt haben, wo ich noch auszubilden war. Schöne Zeit. Und es geht, also da drüben, ich hoffe man sieht es, hier, da hat es ordentlich was runtergerissen. Vorne liegt auch noch einer. Und wenn so ein Wetter war, bleibt echt aus dem Wald draußen. Das ist zu gefährlich. Hier könnt ihr nämlich stark von ausgehen, dass hier überall ordentlich Witwenmacher, also Äste in den Bäumen hängen, die runterfallen können. Und selbst wenn das nur so ein Kleinscheiß ist. Vermutlich ja Kleinscheiß. Wenn der aus 20 Meter Entfernung euch auf die Rübe fällt, dann habt ihr ein ganz großes Problem. Und wenn ihr dann noch alleine unterwegs seid und dann nicht drauf achtet, rieselter Schnee, und da echt nicht drauf achtet oder einen Blick für habt, dann kann das halt echt gefährlich werden. Hier sind schon wieder Leute. Kotzt mich an. So, wir gehen jetzt mal. Ach, jetzt da vorne ist auch ein Weg wieder, genau. Gehen wir noch mal ein Stück in diese Richtung hier den Berg hoch. Alles angeschobene Bäume. Da will ich immer einen großen Bogen drum machen. Weiß nie, wann die mal von alleine umkippen. Aber es ist echt eine schöne Ecke hier oben. Also das wäre echt mal eine Überlegung. Hier oben. Da vorne ist ein Weg. Das ist aber so extrem schöne Ecke. Also hier oben. Aber anscheinend auch viele Wildschweine. Das sind so eine Bäume. Es wundert mich, dass es die wirklich nicht zerhagelt hat bei dem Sturm in den letzten Tagen. Also habt ihr eben gerade den Stuben gesehen. Der Wurzelteller hat in etwa meine Körpergröße. Das ist schon. Ich glaube, es ist auch für viele nicht vorstellbar, was da für Kraft hintersteckt. Wenn so ein Wurzelteller
vom Stamm gelöst wird und dann runterkippt. Das ist echt nicht zu unterschätzen. Und da hinten liegt richtig, ja, große. Hier sieht man das richtig gut. Der Wurzelteller ist weitaus größer als ich. Ich tippe mal 2,20, 2,50 so. Kommt auf jeden Fall hin. Und hier haben wir das kleine Stämmchen dazu. Wobei, der ist, naja, der ist jetzt nicht wirklich dicke. Aber der Wurzelteller sah es von Weitem schon ein bisschen nach was Größerem aus. Also ihr seht, hier ist wirklich eine Menge Bäume hat das hier echt dahin gerafft. Aber ein paar, hier waren auch schon ein paar Forstwürter auf jeden Fall drin, weil einige Stämme sind schon getrennt, also die sind vom Wurzelteller ab. Sehr schön. Gehen wir mal ein Stück weiter, dass wir vielleicht noch mal eine kleine Stelle finden, wo wir vielleicht noch was zu essen oder zu trinken, beziehungsweise eher zu essen, noch ein kleines Käffchen kochen können. Und dann geht's weiter. Okay, ich nehme alles zurück. Also hier unten hat der Sturm richtig zugeschlagen. Ich hoffe, wir können das alles vernünftig erkennen. Und hier ist einer angeschoben. Und hier überall. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Also hier liegen richtig, richtig viele. So, hier hat der Sturm echt krass zugeschlagen. So, natürlich gehen wir da jetzt nicht runter durch. Das wäre nicht so intelligent. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht denken, ja, der wird doch nicht genau in dem Moment runterfallen. Weißt du's? Nein. Es gibt viele Leute, die von Bäumen erschlagen wurden, und das nicht zu knapp. Und von dem hier möchte ich nicht auf den Deckel kriegen. Aber es ist trotzdem echt schön hier oben. Das, auch wenn das jetzt hier so ein... Ah, hier waren aber schon einige. Oh ja, hier sieht man es nochmal. Hier liegen auch noch welche über den Wegen. Hier oben waren die ganzen Forstwirte noch nicht. Ja, der ganze Weg ist auch noch zu. Sieht man hier schön. Da liegen noch einige Stämme. Wege sind auch im Arsch. Um es mal nett auszudrücken. Und viel Spaß an die Forstwirte, die so eine Scheiße aufarbeiten dürfen. Da hängt so eine Spannung drauf. Das ist scheiße gefährlich. So, machen wir mal einen kleinen Bogen drum. Ah, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der hier, der ist auch angeschoben. Und hier hängt eine Menge. Eine Menge Witwenmacher. Da hinten. Da. 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 Ein Stückchen weiter oben hängt ein riesen Ast, wenn ich mir jetzt nicht vergucke. Nee, den gehen wir nicht durch. Das ist mir zu. Nein. So, dann gehen wir jetzt mal hier den Weg wieder runter zum Hauptweg und dann gehen wir mal Richtung Berg hoch. Da ist nämlich, wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist da eine kleine Wetterschutzhütte und da werden wir dann mal ein kurzes Päuschen machen. Also, bis gleich!
Okay. Ich bin jetzt am Arsch der Welt und hier steht eine Hütte. Schauen wir uns mal an. Also entweder, wir haben zwei Optionen. Wohnt hier ein Serienmörder? Und ihr werdet, wenn ihr das hier seht, werde ich wahrscheinlich tot sein. Oder eine Hexe. Aber das wäre dann ein Lebkuchenhaus und die Zeit ist gleich vorbei. Alter, hier. Richtig schöne Buche. Voll schön. Ich bin gespannt. Sieht man aus wie eine alte Jagdhütte? Oh, da hinten steht noch eine. Aha, ich schwenk mal um. Auf jeden Fall sind hier Leute gewesen. Logisch. Ofen. Ofen. Hier ist auch akkurat Brennholz. Hip. Feinste Babynahrung. Jetzt wieder am Baum gehäckselt, aber der liegt schon länger. Der liegt auch schon länger. Das würde mich jetzt mal interessieren, was das für eine Hütte hier ist. Und da hinten ist noch eine. Gehen wir mal hin. Also ich tippe mal drauf, das sind wirklich normale Jagdhütten gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier irgendwie mal ein Feriendorf oder so eine Scheiße gestanden hat. Oh. Obacht! Da sind angeschobene Bäume. Mann, Mann, Mann. Das ist echt krass, wie viele Bäume hier der Sturm so zerschädelt hat. Wenn euch keine andere Möglichkeit bleibt, an so einem Baum hinten dran vorbeizugehen, weil da noch mehr sind, könnt ihr vorne rumgehen. Allerdings mindestens doppelte Baumlänge Abstand. Also der hängt da oben. Wenn ihr diese doppelte Baumlänge habt, dann seid ihr da relativ sicher, dass euch nichts auf dem Schädel knallt, weil sonst hilft auch Aspirin nichts mehr. Der war wieder flach. So, hier sind wir bei der nächsten Hütte. Schauen wir uns die mal an. Ja, das ist definitiv eine andere Hütte. Hier liegt ein alter Ansitz. Kann man hier irgendwie reingucken? Das ist von der Forst. Das ist ein Lager. Hier vorne, da seht ihr, sind Mausefallen. Und ja, ich denke mal, die werden hier noch so ein paar Materialien gelagert haben. Also wirklich nichts Spezielles. Könnten sie auch mal wieder reparieren. Ja, und hier sind wir wieder an dem nächsten Forstweg, leider Gottes. Das finde ich schade irgendwie. Du kannst nicht wirklich viel latschen. Du kommst immer irgendwie an Orte, wo Menschen waren, sind. Leider Gottes. Gut, gehen wir wieder zurück zu der Hütte. Und ich würde sagen, dann gibt es noch ein kleines Käffchen und dann geht's Richtung Heimat. Bingo! Einmal Rückweg. Das ist leider nichts geworden aus der Tasse Kaffee.
Mir kam gerade ein netter Herr entgegen. Ich war gerade am Auspacken, der mich fragte, was ich denn hier wollen würde. Dann meinte ich, ja, ich bin ein bisschen am Wandern. Wollte mir kurz einen Kaffee machen. Hat er gesagt, nee. Ich soll das doch bitte woanders machen. Das ist hier viel zu gefährlich. Und hat mich netterweise gebeten, die Stelle hier zu verlassen. Finde ich jetzt nicht so geil, wenn du dann irgendwelche privaten Jagdpächter hast. Ich meine, einerseits ist es deren, anscheinend, wie gesagt, ich kenne die Ecke nicht so genau hier oben, aber nun gut, wenn das halt sein Stück Wald ist, dann hat er sagen jetzt sein gutes Recht. Aber ja, wäre netter gewesen, wenn man da mal ein bisschen höflicher mit mir gesprochen hätte. Deswegen gehen wir jetzt zurück. Der gute Herr ist nämlich auch schon abgehauen. Ah, ne, jetzt rein und dann da hoch. Tja, gut, nichtsdestotrotz, Sonntagnachmittag, was gibt es Schöneres als auf der Couch rumzuliegen? Genau, einfach mal rausgehen. Gut, ich gehe jetzt zurück zum Auto, fahre nach Hause, werde da eine Tasse Kaffee trinken und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen. Bis zum nächsten Mal.